Ich darf euch auf meinem neuen Kanal recht herzlich begrüßen. Zuerst einmal möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Hans-Dieter Reinhold. Mein Steckenpferd ist die Musik und deren Wiedergabetechnik. Vor allen Dingen hat es mir der Bau von Lautsprecherboxen angetan, dem ich seit meinem 15. Lebensjahr fröne. Es hat sich in den letzten Jahren eine Bauform der Lautsprecher durchgesetzt, die sich mir nicht erschließt. Schmal, dafür tief im Bau und dementsprechend hoch. Da fällt mir ein Satz zu ein. Bloß kein Durchzug, sonst fallen die Dinger um. Ah, ich weiß, das war jetzt ein wenig böse. Ich habe es daher mehr mit Konstruktionen aus der guten alten Zeit. Soll heißen, 2 bis 4 Wegesysteme mit ordentlich Wirkungsgrad. Damit scheiden die HiFi-Bass-Zwerge von vornherein aus. Ich habe es gerne mit mindestens 10 Zoll Bässen, gerne in Doppelbestückung bis hin zu 18 Zoll Monstern zu tun. Meine Lieblingsgröße sind im Bass 15 Zoll. Dazu passend kommt gerne ein Mitteltöner von 8 bis 10 Zoll zum Zuge. Dann wäre da noch der Hochtonbereich zu nennen, der am liebsten mit einem Horn versehen wird. Ich habe mich jedoch belehren lassen, dass ein Bändchen oder ein Air-Motion Transformer mit geeigneter Schallführung ebenso in Betracht kommen kann. Damit ist mein Ansinnen klar, Lautsprecher mit hoher Dynamik zu konstruieren oder einen fertigen Bausatz herzustellen. Es gibt ja immer noch den ein oder anderen Hersteller, der diese Fahne hochhält. Musik lebt von der Dynamik. Das geht meines Erachtens nicht mit schwachbrüstigen HiFi-Böckschen. Heftig angerissene Gitarrenseiten mit dazugehörigen Schlägen von der Bassdrum oder vom Standtom, zum Beispiel im Stück Private Investigations von den Dire Straits, wäre da so ein Beispiel, um diesen Dingerchen Angst einzujagen. Nicht so bei einem Lautsprecher, der für solche Eskapaden gebaut ist. Heute möchte ich über solch einen Vertreter seiner Art sprechen. Den Bauvorschlag Monacor Menhir aus dem Jahre 2008. Ein Zweiwegerich mit einem 12 Zoll PA Tiefmitteltöner und einem 1 Zoll Hochtonhorntreiber. Die Schallführung übernimmt ein hyperbolisches Horn nach Yuichi Arai. Zu lesen in der Klang- und Tonausgabe 6 2008. Diese Box kommt in einem ca. 100 Liter großen Gehäuse daher. Den Tiefmitteltöner SP12A-302PA und dem Hochtöner Celestion CDX 1430. Ja, das sind reine PA-Chassis. Diese klingen mit der dazugehörigen Frequenzweiche allerdings äußerst audiophil. Aber dazu später mehr. Nun zum Bau dieses Lautsprechers. Das Gehäuse habe ich aus MDF mit einer Stärke von 25 mm gebaut. Schallwand, Boden, Deckel und Rückwand habe ich mit Bobinga furniert, welches der Holzhändler meines Vertrauens aus den 80er Jahren noch übrig hatte. Ein befreundeter Schreiner hat mir, da ich nicht über eine präzise Formatkreissäge verfüge, mit dem Zuschnitt geholfen. Das Zusammenleimen erfolgte in mehreren Schritten, wie auf diesen Bildern zu sehen ist. Ein zusätzliches Versteifungsbrett unterhalb des Basslautsprecherausschnittes brachte Ruhe ins Gehäuse. Zum Schluss wurde das zweite Seitenbrett aufgeleimt. Der Bau des Horns, naja, ich wollte kein Plastikteil verwenden, sollte ebenso aus Holz sein. Ich entschied mich für Multiplex, welches ich übereinander geleimt habe. Für die 4 Teile des Horns habe ich Schablonen angefertigt. Mit Oberfräse und Schleifpapier bestückter Flex habe ich dann die Teile in Form gebracht. Nie wieder mache ich so etwas ohne Staubabsaugung. Nach dem Zusammenbau der Hörner habe ich gesehen, dass die Linien des Multiplex nicht perfekt verliefen. Letztendlich habe ich mich dazu entschlossen, die Hörner in der gleichen Farbe zu lackieren wie die Seitenteile der Lautsprecherbox. Also habe ich die Hörner und die Seitenteile der Box in Perlmuttweiß lackiert. Nach der Trocknung wurden 4 Schichten Klarlack aufgesprüht. Dann kam der erste Zwischenschliff. Wieder 4 Schichten Klarlack und wieder Zwischenschliff. Insgesamt habe ich 16 Schichten Klarlack aufgebracht. Anschließend kam ein Nassschliff mit 1500er Körnung. Die letzte Klarlackschicht habe ich mit einem erhöhten Verdünneranteil gespritzt, damit der Lack besser verläuft. Wieder Trocknung. Der abschließende Nassschliff erfolgte mit 2000er Körnung. Final habe ich das Gehäuse poliert. Dafür, dass ich kein Profi bin, spiegelt das Gehäuse, wie man sieht, doch sehr gut. Die Frequenzweiche habe ich in die obere dreieckige Kammer frei von Druckschwankungen montiert. Nach dem Zusammenbau habe ich die Boxen ca. 10 Stunden mit Rockmusik bei etwa 500 Watt eingespielt. Allerdings habe ich mich schnell entfernt, weil die Boxen zaubern einen Wahnsinnsschalldruck in den Raum. Für den Betrieb an einem Röhrenverstärker stattete ich die Menhir mit einer Impedanzlinearisierung aus. Heute spielt sie an einer Röhrenvor-Endkombi mit ca. 30 Watt Leistung. Bei 94 dB kann das sehr laut werden. Klanglich spielt die Menhir auf sehr hohem Niveau. Mit einer feinen Auflösung,
einem staubtrockenen, schlanken Bass und einem herrlichen Raum bringt mir dieser hervorragende Lautsprecher immer wieder ein Lächeln auf die Lippen. Video unter dem Titel Monaco Man hier mal anders habe ich vor circa 3 Monaten veröffentlicht und da ist dieser Klang ansatzweise zu hören. Leider aufgenommen mit meinem Handy. Ich hoffe, euch einen kleinen Einblick in den Bau von audiophilen, etwas größeren Lautsprechern gegeben zu haben. Vielleicht auch einen kleinen Motivationsschub. Allerdings müsst ihr manchmal auch noch am Lebensgefährten vorbei. Ich spare mir jetzt den Genderwahnsinn, denn ihr wisst, welches Geschlecht gemeint ist. Ja, auch hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir gerne einen Like und abonniert auch den Kanal. Drückt auch die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr, denn es folgen noch mehrere Projekte, die dann eventuell in meiner Werkstatt auch live aufgenommen werden. Bis dahin, euer Lautsprecher-Bastler Hans-Dieter Reinhold.